In unserer Meditation, wie wir hier sehen, wird viel Wert darauf gelegt, die Wirklichkeit durch sorgfältiges Erforschen und durch direktes Beobachten zu betrachten. Das Sehen und Erkennen von dem, was wirklich ist, von dem, was wahr ist, könnte man sagen, wird Weisheit genannt. Es ist das direkte, unmittelbare Sehen und Erfahren, ungetrübt durch unsere ungenauen, gewohnheitsmäßigen Fehlwahrnehmungen. Es ist das Sehen und Erfahren der Wirklichkeit, wie sie ist. Diese Weisheit kann in verschiedenen Formen erblühen, welche das Wesen eines erwachten Menschen ausmachen. Wenn wir einen Menschen, uns selber betrachten, unseren Körper, unser Herz, unser Geist, sehen und erfahren wir verschiedene Aspekte oder Eigenschaften und Funktionen, aus denen wir bestehen, aus denen ein Mensch, ein Lebewesen besteht. Die eine Möglichkeit ist die, dass wir zwei Aspekte unterscheiden, die physische, körperliche Ebene und die psychomentale Ebene. Mit anderen Worten, Körper und Geist. Wobei Geist im Buddhismus immer Herz und Geist bedeutet. Das heißt Gefühls-, Tönung, Unterscheidungsvermögen, Wahrnehmung, Emotionen, Geistesqualitäten, Gedanken, Bewusstsein, also alle nicht materiellen, nicht physischen Aspekte. Also Geist, wenn ich das Wort Geist oder Herzgeist brauche, nicht einfach intellektuelle Abläufe gemeint, sondern halt alles, was nicht Körper ist. So können wir als Körper und Herzgeist unterscheiden. Wir können auch fünf Aspekte oder Gruppen von Eigenschaften und Funktionen unterscheiden. Das sind die sogenannten fünf Skandhas oder Khandhas, oft übersetzt als fünf Aggregate. Schrecklicher Name, fünf Aggregate, aus denen wir bestehen sollen. Aber wenn man die direkte Übersetzung braucht, ist es noch schlimmer, dann sind es fünf Haufen. Also die Buddhisten sind sehr oft nicht gerade romantisch. Also fünf Aspekte, die uns ausmachen, ja. Die fünf sind Form auch wieder, oder physische, körperliche Aspekte. Erstens. Dann zweitens Erfahrungstönung, Vedana, was ich erklären werde. Dann Unterscheidungs- und Wahrnehmungsfunktionen, das dritte, Samnya. Vierte, emotionale Willens- und Geistesfunktionen, Sankhara, und Bewusstsein selber, Vijnana. Das Erkennen und Verstehen dieser Aggregate, die wir sind, zeigt uns nicht nur vieles in Bezug auf die Art und Weise, wie wir funktionieren, sondern es ist auch eine große Hilfe beim Verstehen und Erkennen von Nicht-Selbst, von Anatta, von der nicht selbst existierenden Natur unseres Wesens, unseres Seins. Eine sehr zentrale Erfahrung in der buddhistischen Praxis, was ich hier erklären werde. Was sind also diese Aggregate oder Aspekte oder Skandhas? Das erste ist Form, Rupa. Umfasst alle körperlichen, physischen und materiellen Formen. Nach der buddhistischen Tradition besteht Form aus vier grundlegenden Elementen. Erde, Wasser, Feuer und Luft. Was mit diesen vier Elementen gemeint ist, ist nicht irgendeine esoterische Grundsubstanz, sondern einfach verschiedene Funktionen und Manifestationen, welche die materielle Wirklichkeit ausmachen. Das ist eine vielleicht altmodische Beschreibung gewisser Funktionen und Eigenschaften. Erdelement bezieht sich auf Ausdehnung, auf die Tatsache, dass Materie Raum einnimmt, dass materielle Dinge Raum einnehmen. Und dies können wir direkt wahrnehmen, können wir direkt erfahren als Härte und Weichheit und alle Abwandlungen davon im Körper. Und wenn wir sitzen oder gehen oder im Alltag meditieren, aufmerksam sind, gegenwärtig sind, sind es diese direkten Erfahrungen, denen wir unsere Aufmerksamkeit schenken.
nicht so sehr der Ebene der Vorstellungen über unseren Körper, sondern direkt diese Wahrnehmung. Also nicht zum Beispiel die Vorstellung Körper, sondern das, was wir fühlen, wenn wir aufmerksam sind in diesem Bereich. Nicht die Vorstellung Hand, sondern das, was wir spüren, wenn wir mit der Aufmerksamkeit hier in diesem Bereich sind. Wir spüren ja nicht Hand, ja? Wir nennen das Hand, was wir spüren. Es ist auch hilfreich, dem Namen zu geben. Wenn ich die Hand so halte, spüre ich gewisse Spannungen, oben ein bisschen kühl, hier spüre ich Wärme. Ist nicht mal klar, wo Hand beginnt und wo sie endet. Ist nicht klar definierte Form, sondern eine ganze Anzahl von Empfindungen, Bewegungen, Temperatur, ja. Ist diese Ebene, auf der wir Erdelement wahrnehmen. Feuerelement bezieht sich auf Temperatur. Die Tatsache, dass materielle Dinge schwingen, was direkt wahrgenommen und gefühlt werden kann als Temperatur. Wir fühlen Kälte oder kühl oder warm oder heiß oder brennend heiß. Das ist die direkte, unmittelbare Wahrnehmung des Feuerelements. Vielleicht sitzen wir hier im Raum in der Meditation, sitzen schon 20 Minuten und der Gedanke kommt, oh, ist aber wirklich heiß hier drin. So heiß ist nicht zum Aushalten. Wenn wir in diesem Moment unsere Achtsamkeit, unsere Aufmerksamkeit tatsächlich dem Körper zuwenden und nicht einfach gleich auf einen Eindruck reagieren, was nehmen wir dann wahr? Eine Anzahl von wechselnden Empfindungen, denen wir Wärme oder Hitze sagen. Eine direkte, unmittelbare Erfahrung von Momenten, wo es heiß sich anfühlt, an bestimmten Stellen des Körpers. Dies ist die Ebene, auf die wir die Achtsamkeit richten wollen, wenn wir in der Meditation da sind. Luftelement bezieht sich auf Bewegung. Die Tatsache, dass materielle Dinge sich bewegen. Und deshalb kann das Luftelement wahrgenommen werden als Bewegung, als Vibration, als Druck, als Spannung. Ja? Auch da unmittelbare Wahrnehmung körperlicher Empfindung. Das vierte, das Wasserelement bezieht sich auf Kohäsion. Die Tatsache, dass Materie zusammengehalten wird durch die Kräfte der Kohäsion. Und es heißt, dass Wasserelement nicht wahrgenommen oder gefühlt werden kann. Weil es das ist, was zusammenfügt, ist das, was den Impact der sich berührenden Oberflächen auflöst. Manchmal heißt es, oder werden seine Eigenschaften als fließend, als zusammenhaltend beschrieben. Aber wenn wir fließen wahrnehmen, ist es eben die Bewegung oder die Temperatur oder die Spannung oder die Ausdehnung, die wir tatsächlich wahrnehmen. Die vier Elemente und ebenfalls Teil des Formaggregates sind das Organ der Zunge, nicht dieses Fleischding unbedingt, aber was immer es ist, das Geschmack wahrnimmt und die Erfahrung des Geschmacks. Es ist die Nase, was immer es da drinnen ist, was fähig ist zu riechen und Geruch selber. Das Hörorgan, was immer das ausmacht und Geräusch, Klang, Lärm, Hören. Das Sehorgan und visuelle Formen, Farben, Licht, Schatten. Die direkte Erfahrung der Sinnesobjekte ist ebenfalls Bestandteil der Meditation, der Achtsamkeit. Also auch wieder das direkte Wahrnehmen des Hörens, des Geräusches, des Lärms, des Klangs ist, was wir üben, wenn das Gewahrsein bei der Form ist. Nicht das darüber nachdenken, was dieses Geräusch ausgelöst hat. Ah, die Vögel, die Schwalben sind zurückgekehrt aus dem Süden. Oder das ist ein Segler und das ist eine Meise und das ist ein Spatz. Sondern das direkte Wahrnehmen dieses Geräusches, dieses Gesangs, ist die Ebene, auf der wir gegenwärtig sind. Nicht die Möhre, die rote, sondern die Ebene der Härte und des Geschmacks. Und des Geruchs und der Farbe, wenn wir eine Möhre essen. Das ist die Ebene, auf der wir gegenwärtig sind. Wenn wir den ständigen Wandel und Wechsel auf der Ebene
des körperlichen, des physischen wahrnehmen wollen, müssen wir direkt damit in Kontakt sein. Sonst denken wir uns nur was darüber, was völlig anders ist, was völlig anders auf uns wirkt. Das erste Aggregat oder Skanda ist also Form. Das zweite Aggregat ist Vedana. Schwer zu übersetzen, wird oft als Gefühl übersetzt, was hundertprozentig irreführend ist. Die Schwierigkeit ist, dass es kein Wort gibt für diesen Begriff. Ich übersetze es mal als Erfahrungstönung und ich habe schon ein paar andere Varianten durchgestrichen. Ist auch nicht befriedigend. Eines der am öftesten missverstandenen Konzepte der buddhistischen Lehre folgt dicht hinter dem Konzept der Leerheit, bei dem die Missverständnisse noch tausendmal schlimmer sind, finde ich. Auch dort gibt es kein wirklich entsprechendes Wort. Also das zweite Aggregat nennen wir mal Erfahrungstönung oder Empfindungston oder einfach Vedana. Und ich werde es erklären gleich. Das erfahrungs- oder empfindungsmäßige Gewebe oder Geschmack eines jeden Moments der Erfahrung. Wie sich eine Erfahrung anfühlt, ganz einfach. Nämlich glückselig oder angenehm oder neutral oder unangenehm oder schmerzhaft. Oder Terror. Also die ganze Skala und was immer die Erfahrung ist, jede Erfahrung hat in dem Sinn eine gewisse Erfahrungstönung von, auf der ganzen Skala von sehr angenehm bis sehr schmerzhaft. Oder irgendwo dazwischen. Es bezieht sich also nicht auf Gefühle oder Emotionen. Und es kommt später in einer anderen Kategorie. Es ist die erfahrungsmäßige Empfindungston einer jeden Wahrnehmung. Zum Beispiel, ich werde auch gleich erklären, warum das so wichtig ist. Zum Beispiel, ein Gedanke der Selbstbewertung und Verurteilung fühlt sich vermutlich unangenehm an. Und das tun wir ja oft auch gerade beim Meditieren, wenn wir finden, dass wir nicht gut genug sind mit Achtsamkeit oder mit irgendetwas. Fühlt sich unangenehm an. Diese Unangenehmheit, diese unangenehme Erfahrung, ist Vedana, nicht der Gedanke der Selbstbewertung. Eine schöne Aussicht oder Ansicht fühlt sich wahrscheinlich angenehm an. Der Aspekt des Angenehmseins dieser Erfahrung ist, was gemeint ist mit Vedana. Eine bittere Medizin schafft meist eine unangenehme Geschmackserfahrung. Dieses Unangenehme, die Unangenehmheit ist Vedana. Ein Einatmzug mag sich neutral anfühlen. Diese neutrale, nicht besonders angenehme oder besonders unangenehme Erfahrungstönung ist Vedana. Ein Moment der Wut fühlt sich vielleicht schmerzhaft an. Dieser schmerzhafte Aspekt der Erfahrung ist Vedana. Nicht die Wut selber. Also nicht das Gefühl der Wut selber. Eine Verspannung im Genick ist unangenehm. Wieder, diese Unangenehmheit ist Vedana. Die Definition von Vedana ist einfach Erfahrung oder vielleicht einfach jenes Element unseres Wesens, das die Fähigkeit hat zu erfahren, die Fähigkeit Erfahrung zu machen. Und es gibt unendliche Möglichkeiten von Vedanas auf der Skala von Glückseligkeit zu schmerzhaft, von intensiv bis subtil. Mit körperlichen, mit sinnlichen, mit emotionalen oder mentalen Erfahrungen. Vielleicht könnte man auch sagen, Vedana ist der rezeptive, der empfangende, passive Teil unserer Fähigkeit zu erfahren. Es ist der körperliche Teil und das, was erfährt, was empfängt. Vedana ist ein Aspekt unseres Wesens, der weitreichende Bedeutung und Wirkung hat. Denn es ist auf Vedana, auf diese Tönung unserer momentanen Erfahrung, auf die wir reagieren. Es ist darauf, dass wir reagieren. Mit Haften und Aversion, mit Verlangen und Hass, mit Eifersucht und Angst, wodurch alles Leiden entsteht. Und wenn wir nun ein bisschen hinschauen, wird klar, immer wenn es angenehm ist oder verspricht, angenehm zu werden, kommt Haften und Verlangen. Und zwar, wenn Vedana verspricht, angenehm zu werden, kommt Haften und Verlangen. Was immer das auch sein mag, wir möchten es, angenehm. Wenn Vedana unangenehm ist oder verspricht zu werden, kommt Aversion oder Angst. Aversion, wenn es schon da ist, Angst, wenn es so aussieht, als ob es unangenehm werden könnte. Und in dieser Reaktivität bauen wir
Wut, Hass, Ärger, Aversionen aller Art, Haften, Verlangen, Eifersucht, Neid und all den Rest auf und somit entsteht Leiden. Es ist aufgrund unseres Verhältnisses zu Vedana, dass wir Leiden schaffen in uns. Deshalb ist es so wichtig, Vedana zu sehen und zu klar zu sein, wenn es da ist, damit wir sehen können, wie wir damit umgehen. Ein Großteil aller Fragen, die immer wieder kommen, heißen eigentlich nichts anderes als, ich erfahre diese Form von Vedana, nämlich eine unangenehme, sehr oft. Weißt du mir etwas, wie ich die loswerden könnte? Und ich weiß meistens nichts. Und mein Ratschlag geht dann in der Richtung zu sagen, könntest du dir vorstellen, dass es möglich wäre, in Frieden zu leben mit dieser unangenehmen Erfahrung? Und wenn das in dem Maß, wie uns das möglich ist, in dem Maß sind wir frei. Das gleiche Problem haben wir nicht mit angenehmen Vedanas, weil sie sind immer okay. Aber sobald sie dann weggehen oder wegzugehen drohen, kommt dieselbe Schwierigkeit. Ich hatte einmal ein angenehmes Vedana und das ist jetzt vergangen. Weißt du, wie ich es zurückholen kann? Wahrscheinlich nicht. Zu sehen, dass unser Verhältnis zu angenehm, neutral und unangenehm entscheidet, ob wir leiden oder ob wir frei sind. Und dass das mechanisch und automatisch und gewohnheitsmäßig sehr schnell abläuft, nur in dem Maß, wie wir Klarheit und Aufmerksamkeit in diesen Bereich bringen, können wir innere Freiheit schaffen und kann da innerer Raum entstehen. Und deshalb müssen wir diesem Bereich besondere Beachtung schenken. Ab und zu mach doch eine Sitz- oder Gehmeditation, die nur darauf verwendet, auf den Gefühlston jeder Erfahrung zu achten. Nicht so sehr, ob es eine Blume ist, ob wir gehen, ob da eine solche Erfahrung oder eine andere ist, sondern dass wir einfach wahrnehmen, aha, denken, oh, unangenehme Gedanken, okay, Ende, Atem, neutral. Nein, einatmen ist manchmal doch angenehm, Knieschmerz, unangenehm, zusammenziehen, Widerstand, noch unangenehmer. Wirklich mal eine ganze Sitzung lang oder einen ganzen Tag lang einfach das Augenmerk darauf richtet, wie ständig jede Erfahrung in Gedanken, Gefühlen und Körper und Sinnen immer wieder angenehm, neutral oder unangenehm ist und wie wir darauf reagieren. Immer dann, wenn wir in Kontakt sind und sehen, was läuft, haben wir eine Wahl, mit Haften oder Aversion zu reagieren oder aber mit der Erfahrung, mit Weisheit und Durchlässigkeit und Gelassenheit in Kontakt zu sein. Erstes Aggregat Form, zweites Aggregat Vedana, drittes Aggregat ist das des Unterscheidungsvermögens oder der Wahrnehmungsprozesse. Es bezieht sich auf jene Funktionen in unserem Leben, in unserem Sein, die Dinge wahrnehmen, die das eine vom anderen unterscheiden, die Dinge erkennen als das, was sie sind, die ihnen Namen geben, damit wir wissen, damit wir unsere Welt unterscheiden können, unsere äußere und innere Welt. Es ist die Funktion, die das Rohmaterial, das durch die Sinne und den Geist auf uns einströmt oder vielleicht niederprasselt, ich glaube, es sind einige tausend Eindrücke pro Sekunde, die das organisiert, so dass all das Bedeutung erlangt und zu einem verstehbaren Ganzen wird, also was unsere Welt innerlich und äußerlich schafft. Zusammen mit dem nächsten Aggregat ist das vielleicht das DOS unseres Computers. Hier ein Beispiel eines sehr einfachen Wahrnehmungsablaufs. Aus Govindas psychologische Haltung. Damit wir beim Betrachten einer Rose denken oder sagen können, ich sehe eine Rose, oder wissen, ich sehe eine Rose, braucht es eine Anzahl komplexer Abläufe visueller Wahrnehmung. Wie das Unterscheiden von gewissen Farben und Formen als verschieden von ihrem Hintergrund und den umgebenden Formen. Ja, das tun wir vielleicht als Säugling noch nicht, das sind einfach Farben. Tupfer und Flecken, dass wir das unterscheiden können. Ah, dieses da ist anders als den Fuß, das weiße, das blaue Knie, was ich da hinten sehe. Trennen, unterscheiden und das isolieren. Diese Abläufe finden einige hunderttausend Male statt, bis dann ein anderer Ablauf, der sogenannte synthetische Prozess beginnt.
Dieser wiederholt sich ebenfalls mehrere Male und formt aus den einzelnen abwechselnd vorgestellten Teilbildern das Gesamtbild der Rose. Dann folgt der Ablauf oder Prozess der Erfassung des Sinnes, der sich für eine gewisse Zeitspanne wiederholt. Zuletzt folgt der Prozess Erfassung des Namens, der einen Namen schafft, um die Idee auszudrücken. Wenn der Name dem Wahrnehmenden bereits bekannt ist, wie zum Beispiel im Fall von Rose, können drei weitere Prozesse ablaufen. Ein Prozess der Konvention heißt, ein Prozess der Vergleichung heißt, also wahrscheinlich geht es da zur Kartei und schaut nach, ob schon was Ähnliches da ist, und dann findet es Rose und sagt, vergleicht und sagt, okay, Rose. Worauf das Urteil gebildet wird, das ist eine Rose. Und schließlich in einem Prozess der Namenserfassung wird dem Objekt der Name der Klasse zugeteilt. Und diese komplizierten Prozesse der reproduktiven und konstruktiven Bildwertung, der Erinnerung, der Vorstellung, Unterscheidung, des Urteilens und Klassifizierens folgen einander so schnell, dass die Wahrnehmende glaubt, sie sehe eine Rose augenblicklich. Also klar, wir schauen hin und Lilie, vielleicht ist es keine Lilie, aber wie immer das heißt. Gladiole. Im Moment, wo wir sehen, wissen wir es. Und all die Prozesse laufen mit unheimlicher Geschwindigkeit durch. Dieser enorm schnelle, dynamische Prozess spielt natürlich immer zusammen mit den Körperorganen, die wahrnehmen, und den äußeren und inneren Dingen, die wahrgenommen werden, also mit dem ersten Aggregat. Eine Erfahrungstönung, Vedana, entsteht mit jeder Sequenz, also das zweite Aggregat spielt gleichzeitig mit. Das Ganze wird gewusst oder bewusst durch Bewusstsein, das fünfte Aggregat, das kommt gleich, und eine ständige Reaktion oder Bezugnahme zu allem findet statt, was nichts anderes ist als die Funktion des vierten Aggregats, das nächste. Form, Vedana und Wahrnehmung, Unterscheidung haben wir gehabt. Der vierte Aspekt, was uns ausmacht, ist emotionale, so gefühlsmäßige Geistes- und Willenskräfte und Tendenzen. Es wird oft als Bildekräfte zusammengefasst. Ich weiß nicht, ob das ein guter Titel ist. Wird oft so gebraucht. Es ist der aktive Teil der Funktionen unseres Geistes und Herzens. Er schließt alle heilsamen und unheilsamen Emotionen und Gefühle mit ein. Alle Geistesfaktoren und Qualitäten gehören dazu. Umfasst also sowohl Verlangen, Aversion, Täuschung, wie auch Loslassen, liebevolle Güte, Weisheit, Mitgefühl. Dieser Aspekt schließt Schläfrigkeit, Zerstreutheit, Ruhelosigkeit mit ein, sowohl als auch Wachheit, Konzentration, innere Ruhe. Es ist die motivierende Absicht, es ist die bewegende Kraft hinter all unseren Handlungen, des Körpers, der Rede und des Geistes. Es ist also das, was Karma schafft. All die Absichten, die hinter unseren Handlungen stehen und diese karmisch färben und steuern, sind Teil dieses Aggregates. Es ist also das, was Kriege verursacht und unendliches Leiden schafft. Es ist das, was helfen, heilen, lieben, verstehen und befreien kann. Leiden wird erfahren durch Vedana, wird geschafft durch dieses vierte, durch diese Formierungskräfte, das aktive Teilnehmen an der Welt, am Sein. Das fünfte, der fünf, ist Bewusstsein. Und mit Bewusstsein hier, ist auch ein bisschen schwierig zu übersetzen, ist nicht bewusstes Denken gemeint, sondern einfach die rohe Funktion oder Fähigkeit des Bewusstseins. Vielleicht müsste man dem Wahrnehmen sagen. Ein Stein zum Beispiel nimmt die blaue Farbe des Himmels nicht wahr. Ihm fehlt dieser Aspekt, diese Fähigkeit. Dieser Aspekt, dieses Kanda und Bewusstsein in diesem Sinn wird definiert als ganz einfach als klar und bewusst oder vielleicht besser klar und wahrnehmend. Bewusstsein in dieser Art ist in sich selber ohne Form oder Inhalt. Also in diesem Sinn leer. Vielleicht so wie
ein Spiegel an sich leer ist, der ist nicht angefüllt schon mit Farben und Formen. Der ist nur angefüllt mit dem, was er reflektiert, was vor dem Spiegel erscheint. Aber in sich selber ist er eigentlich leer. Bewusstsein hat keine eigene Form oder Farbe oder Gestalt und hat deshalb auch keine Größe oder Ausdehnung im Raum. Ist nicht groß oder eng oder klein oder irgendwo hier oder hier. Es kann nirgendwie und nirgendwo lokalisiert werden und in diesem Sinne ist es leer. Es ist nicht etwas, sondern es hat die Fähigkeit, wiederzuspiegeln und zu reflektieren oder wahrzunehmen. Und hier ist es auch ein Stück vergleichbar mit dem Spiegel, aber nur in der Fähigkeit der Wiedergabe, nicht in der Fähigkeit des Bewusstseins. Ein Spiegel ist sich nicht bewusst dessen, dass er widerspiegelt. Man könnte, und man tut oft in manchen Traditionen, diese Fähigkeit des Bewusstseins auch anders beschreiben. Nämlich, es ist dynamisch und es hat die Fähigkeit oder die Macht, als Erscheinung zu manifestieren. Vielleicht ist es reflektiv, vielleicht ist es auch erscheinend oder manifestiert. Schwer zu sagen, wenn man es ist, wie wir. Es ist nicht etwas, das wir von außen betrachten können und dann entscheiden können, ob es manifestiert oder ob es reflektiert. Manchmal glauben wir, es reflektiert, was ich da draußen sehe. Und ich weiß. Gleichzeitig sehen wir, wie oft wir unsere Wirklichkeit erschaffen. Und ob das nun Erscheinung ist oder Widerspiegelung, bleibt offen. Im Sinn des Manifestierens ist es gar nicht mit dem Spiegel vergleichbar. Denn es hat Macht und Energie, es hat Leuchtkraft. Vielleicht könnte man sagen, Bewusstsein hat Leuchtkraft. Es gibt 6 Typen von Bewusstsein, entsprechend ihrem Objekt. Vielleicht könnte man sagen, entsprechend der Wellenlänge. Kanal. Es ist Sehbewusstsein in Verbindung mit dem Auge und Licht und Farbe, Hörbewusstsein in Verbindung mit Ohr und Geräuschen, Geruchsbewusstsein in Verbindung mit Nase und Gerüchen, Geschmacksbewusstsein in Verbindung mit Zunge und Geschmack, Berührungskörperbewusstsein in Verbindung mit Körpererfahrung und mental-emotional-Gefühlsbewusstsein im Zusammenhang mit Herz und Geist. 6. 6 Typen von Bewusstsein. Es ist das, was bewusst ist oder wahrnimmt, im Gegensatz zu Steinen oder Wasser oder Luft. Was Lebewesen ausmacht. Zusammenfassend kann man also sagen, unsere äußere und innere Welt im Zusammenspiel mit dem Körper, also dem ersten Formaggregat, wird erfahren, geschmeckt, ja, erfahren durch das Vedana-Aggregat, wird geordnet und mit Bedeutung, mit Sinn versehen vom Unterscheidungs- und Wahrnehmungsaggregat. Durch das vierte, das Bildekräfte-Aggregat, wird aktiv an ihr teilgenommen und sie wird wahrgenommen und ist bewusst durch oder dank dem Bewusstseinsaggregat. Und das ist es, was und wer wir sind. Ist alles da. Die Gefühlswelt da. Die Entscheidungsfähigkeit, sämtliche Reaktionen, Weisheit, Liebe, Mitgefühl, die ganze Körperlichkeit und die physische Welt, die sogenannte Außenwelt, wenn die wirklich außen ist und wir drinnen. Alles, was an Sinneserfahrungen da ist, ich und die Welt. Außer dem Beschriebenen, interessanterweise, und hier wird es spannend, gibt es nicht noch etwas dazu, noch jemand, der nun dahinter ist, hinter all dem dynamischen Geschehen. Oder jemand, der darin sitzt und dem die 5 Aggregate gehören, oder der sie ist, also der sie hat. Ja? Oder der irgendwie darüber sitzt, so im Pilotensitz oder im Kranführerstuhl und die Sache in der Kontrolle hat. Aggregate hat. Ist keiner, der noch irgendwie da hinten dran sitzt. Der wirkliche Fred oder Fredheit, die 5 Aggregate hat. Vielmehr ist es so, dass die 5 Aggregate in diesem Fall hier Fred genannt werden. Oder wenn ich davon spreche, nenne ich sie ich.
Was wir sind, ist dieses unglaublich dynamische Muster aus zusammenwirkenden Elementen und Funktionen, die in enger Abhängigkeit voneinander entstehen. Ohne eine statische, solide, fassbare Entität oder Ichheit innerhalb dieses Prozesses. Und natürlich in dem Sinn kein Selbst, auch kein Selbst und zum Glück auch kein Ego, das wir loswerden müssen. Es ist immer so anstrengend, das Ego loszuwerden, müssen wir mal finden zuerst. Also auch gute Nachrichten, kein Ego loswerden müssen, weil es keines da. Nicht etwas da, das ich bin, das ich festhalten können und nehmen könnte und sagen, hier bin ich. Klares Sehen dieser Tatsache durch direkte Erfahrung und Erkenntnis ist enorm befreiend. Es ist das Verständnis gegenseitiger Abhängigkeit, all diese Prozesse oder des Interseins, wie es Thich Nhat Hanh nennt, der Tatsache des eng Verwobenseins allen Daseins und gleichzeitig des Erkennens und Sehens des nicht unabhängig Selbstexistierens. Das ist nicht etwas, das unabhängig von allem da ist. Was das Gleiche heißt, wie wenn ich sage, alles ist verwoben. Nichts besteht getrennt von allem. Keine Ichheit, kein Selbst, kein Irgendwer, der da außerhalb des Ganzen ist. Und ich spreche da von uns und der Welt. Wann immer wir in diesem Verständnis leben, ruhen und das klar erfahren, sind wir frei. Wie ein Mönch in Sri Lanka Jack Kornfield gegenüber ausdrückte. Kein Selbst, kein Problem. No Self, no Problem. Wann immer unser Geist sich mit einem, irgendeinem der fünf Aggregate identifiziert oder es erfasst, glaubend, es sei ich, mich oder mein, dann sind wir gefangen und dann leiden wir. Und man könnte sagen, viel Selbst, viel Probleme. Dazu kommt nun, dass nicht nur innerhalb dieser fünf Aggregate, die wir sind, kein Selbst gefunden werden kann, sondern jedes der Aggregate selber ist auch selber leer von Substanz oder Fassbarkeit. Es ist nicht, dass fünf wirkliche Aggregate mich ausmachen, sondern alles ein dynamischer Prozess, auch dort nichts wirklich fassbar. Die Aggregate entstehen und vergehen Moment zu Moment, auch abhängig von Ursachen und Bedingungen. Und wenn näher betrachtet, werden auch sie als substanzlos durchschaut. Wie ein Text sagt, materielle Formen sind wie Schaumgebilde, ja, das erste Aggregat. Erfahrungstönungen, Vedana, sind wie Wasserblasen, unterscheidende Wahrnehmungen gleichen Fata Morganas. Bildekräfte, Emotionen, Geistesfaktoren sind wie der Stamm einer Bananenpalme. Ich glaube, die sehen aus wie ein Stamm, aber sind nur eingewickelte Blätter und wenn man wirklich schaut, ist da kein Stamm. Und Bewusstsein ähnelt einer magischen Illusion. Es ist eine lebendige Show, bloßer Erscheinung, funkelnd und doch substanzlos. Und jetzt möchte ich versuchen, noch etwas näher auf diese Leerheit von Selbstexistenz einzugehen. Und zum Teil werde ich mich vielleicht von gestern wiederholen. Es ist ein mühsames Wort, aber wenn wir nur Leerheit sagen, dann wird oft nichts da, nichts gemeint und mit dem hat es schon gar nicht. Leerheit von Selbstexistenz steht für Intersein, für abhängiges Entstehen. Und es ist dasselbe. Das Leersein von unabhängiger Selbstexistenz und das Allverwobensein ist eigentlich dasselbe. Beispiel. Wenn wir einen Baum vor uns sehen, dann haben wir den Eindruck, dann sind wir eigentlich überzeugt, dass Baum ein Ding, eine Sache, eine lebendige Sache an sich ist, ja? Wir sehen und erfahren diesen Baum getrennt und separat vom Hintergrund, von seiner Umgebung, mit klaren Abgrenzungen von was dazugehört und was nicht. Das ist ein Baum. Baum per se mit einer unabhängigen Selbstexistenz. Als ob es so etwas gäbe, das hier in sich, für sich allein steht. In der Mitte dieser Wiese, ja. Ganz gleich wie Fred oder ich per se getrennt und unabhängig vom ganzen Rest des Lebens bestehen soll, wie ich das oft wahrnehme und wie das von uns oft glauben.
In Wirklichkeit gibt es so etwas nicht. Früher gab es den Baum nicht, je nach Größe und Alter des Baums, 20, 50, 100 Jahre, gab es den nicht. Später wird es den Baum nicht mehr geben. Wenn er wirklich, wirklich ist, wie kann er dann mal nicht gewesen sein und schon bald mal, wenn wir so weiterfahren mit der Luft, schon bald mal nicht mehr sein wird? Er ist da, jetzt, weil die Samen anderer Bäume auf die Erde fielen, andere Bäume der gleichen Art, weil Regen, Sonne, Licht und Wärme, Luft und all das im rechten Maß vorhanden war, weil alle Ursachen und Bedingungen zusammenspielten, so dass dieser Baum wachsen konnte und zu einem Baum werden können. Und wir sehen, dass das alles zusammenspielen muss. Wenn heute die Luft zu giftig und der Regen zu sauer ist, gehen sie wieder ein, weil Bäume in Abhängigkeit von unzähligen Ursachen und Bedingungen existieren und nicht unabhängig davon. Nicht einfach, die sind einfach da, Punkt. Es ist ein verwobenes Sein. Anderer Zugang. Wenn wir hinschauen, sehen wir grün und braun. Zum Beispiel, ja? So grün und hat so braune Dinger und unten kommt ein langes braunes raus bis zum Boden. Wenn wir aber hingehen und den Baum berühren, dann fühlen wir so Rauheit. Rauheit, und wenn wir gewisse andere Teile berühren, vielleicht so feinere Sanftheit. Wenn wir riechen, dann riechen wir Geruch von Harz und Holz. Wenn wir hinhören und der Wind da ist, hören wir das Ächzen des Baumes. Baum per se können wir nie wahrnehmen. Farben, Formen, Geruch, Empfindung, rau oder fein, Hören, Geräusche. Aber all das ist nicht Baum, sondern diese verschiedenen Wahrnehmungen. Dem sagen wir ganz richtig Baum. Aber es ist nirgendwo ein Baum, den wir wirklich wahrnehmen. Wir machen ganz schnell diese Vorstellung daraus, was sehr hilfreich ist. Meditation beschäftigt sich damit, das zu erforschen. Gleichzeitig brauchen wir einen Namen, ein Konzept, weil wenn ich euch etwas über Bäume sagen möchte, wie jetzt, ist das sehr hilfreich, weil sonst wird es wirklich kompliziert. Sprache bedient sich Worten, Konzepten, um auszutauschen, um zu kommunizieren und über Dinge zu sprechen, die nicht gleich hier jetzt wahrnehmbar sind. Sehr hilfreich, aber auch verwirrend. Sei es Baum oder sei es uns selber, ich, oder sei es irgendetwas, eine unabhängige, selbstexistierende Sache, ein unabhängiges, selbstexistierendes Wesen ist völlig unmöglich. Wenn so etwas gäbe, wäre das vergleichbar mit einem komplexen Räderwerk. Bei uns in Bern gibt es einen Zeitglockenturm und das ist eine riesige Uhr mit Kalender, Mondkalender, Sternzeichenkalender, was es alles gibt dazu, ist sehr komplex. Unzählige Antriebe und Rädchen und Zahnräder und Riemen, die sich komplex alles miteinander bewegt, ja? Wenn wir irgendwo in diesem komplexen Räderwerk etwas Solides, Festes, Unbewegliches reinhalten würden, in dem Moment würde es dort blockieren. Aber es würde nicht nur dort blockieren. Es würde im selben Moment, würde das ganze Räderwerk mit allen Teilchen und allen Zeigen und allen Dingen, die drehen und spielen, sofort, absolut stillstehen, blockiert. Wenn es in diesem dicht verwobenen dynamischen Prozess, das wir Leben nennen, irgendwo etwas Solides gäbe, wenn das möglich wäre, dann könnte sich gar nichts bewegen. Oder es wäre dann irgendwo außerhalb, völlig ohne Beziehung zu der Sache. Es ist völlig offensichtlich, dass, und auch hier brauchen wir wieder sehr viel Kontemplation, zu sehen, dass in einem dicht verwobenen dynamischen Netz des Seins nichts unabhängig existieren kann und in dem Sinn kein solides, fassbares, greifbares Selbst oder Ich da sein kann, noch ein Baum, noch ein Vorhang, noch eine Lampe, noch ein Tonbandgerät. Nochmal die Frage, wo ist gestern Abend, als wir hier saßen? Wo ist das Kind, das wir mal waren? War nicht so lange her. Da haben wir völlig anders ausgesehen. Zwar erkennt man uns auf Fotos noch ein bisschen manchmal,
Nicht mal, man sagt, glaube ich, alle Zellen werden alle 7 Jahre ausgewechselt, die am längsten, mit den Gehirnzellen ist nicht ganz klar. Aber eigentlich sonst alles wird, ist nichts mehr das, nicht nur habe ich mich verändert, ist nichts mehr da von dem Kind. Nichts mehr. Was jetzt da ist, ist die Fortsetzung dieses dynamischen Prozesses. Die gleiche Frage, wohin gehen die Tage, die Worte, wohin gehen unsere Gefühle und Gedanken im Moment, wo wir sie gedacht oder gefühlt oder gesagt haben? Ist verschwunden. Sojabohnen, ganz interessante Wesen. Kleine, grüne, harte Dinge, die man nicht essen kann. Kann man sich eine Zahnplombe rausbeißen. Wenn man die, wie wir alle wissen, wenn man die ans Licht legt, mit Feuchtigkeit, feuchtes Tuch und 2, 3 Tage immer wieder netzt, bisschen nass macht, im Licht behält, was geschieht? Ein etwa so langes weißes Ding, dem wir Keim sagen, ist entstanden. Und absolut gar nichts mehr von dieser kleinen, harten, grünen Sojabohne bleibt zurück. Das Ding kann man essen. Ist recht gut, ja, wir machen Salate davon und alles Mögliche. Das ist noch eine kleine Hülle, die unten dran hängt, aber die kann man auch essen jetzt. Und jetzt ist dieses so wirklich scheinende harte Ding zu einem auch so wirklich scheinenden, völlig anderen, weichen, essbaren Ding geworden. Schon seltsam, ja? Wie wirklich sind Sojabohnen, wenn sie in 3 Tagen zu Sojasprossen werden können, die völlig was anderes sind? Und gleichzeitig, wie offensichtlich ist es, dass das eine die Ursache ist vom anderen? Ursachen, Bedingungen, dynamischer Prozess, nicht sehr wirklich und fassbar und doch einer gesetzmäßigen Ordnung folgen. Longchenpa, der große Dzogchen-Meister des 14., 15. Jahrhunderts, brauchte eine Anzahl Bilder, welche die Natur dieser erscheinenden Wirklichkeit illustrieren. Sagt, es ist wie eine magische Heraufbeschwörung, eine Illusion, die echt aussieht, aber es nicht wirklich ist. Wie eine Fata Morgana, die wirklich erscheint, bis wir näher kommen und ganz genau sehen, wie sie ist. Ich war recht lange Zeit in der Wüste. Absolut verrückt, wie tatsächlich die fantastischen Wasserspiegelungen in der trockensten, trostlosesten Wüste der Welt erscheinen können. Und man weiß, es ist eine Fata Morgana. Und es sieht trotzdem so aus. Oder wir waren in langen Strecken, wo nichts und nichts und nichts kam. Und plötzlich kam ein Lastwagen in weiter Ferne. Und wir wussten, es kann kein Lastwagen sein, aber es sah aus wie ein Lastwagen. Er kam näher und näher und näher und näher. Und an irgendeinem Punkt macht, und er wurde höher und höher. Und dann sah er plötzlich nicht mehr wenn Lastwagen aus, sondern ein ganz hohes Ding. Und irgendein Mann macht es schwupps beim noch näher kommen. Und dann war es so ein schwarzes Fass, das die hinstellen, um die Wege zu markieren. Völlig irre. Und wir wussten dann schon, es ist ein schwarzes Fass. Aber es sah aus wie etwas anderes. Spiegelung des Mondes im Wasser. Faszinierend, schön, fantastisch, nicht fassbar. Wenn wir es erfassen wollen, ist nicht nur weg, ist nicht nur nicht fassbar, sondern man sieht es nicht mehr. Aufgelöst. Wolkenland, auch nicht fassbar. Phantome, schemenhafte Erscheinung ohne Substanz und können doch wirken auf uns, können uns Angst machen. Es ist wie ein Traum. Auch Träume wirken auf uns. Angenehm, Albträume. In dem Maß, wie wir nicht merken, dass wir träumen, sind wir denn ausgeliefert. Die Dinge sind nicht, was sie zu sein scheinen, noch sind sie irgendwie anders. Lankavatara Sutra. Sie sind nicht, was sie zu sein scheinen. Aber das heißt nicht, dass sie irgendwie esoterisch etwas anderes sind. Das auch nicht. Wenn wir das nicht fassbare Wesen der Dinge klar erkennen und erfahren, geben wir notgedrungen den Versuch auf, zu haften, festzuhalten und die Kontrolle zu behalten. Wir erkennen den Versuch als nutzlos und sinnlos, als müßig, als absurd. Und lassen los. Befreiung des Herzens und tiefste Erleichterung tritt ein. Entsprechend der Tiefe, in der wir tatsächlich loslassen. Erkennen, verstehen und angenommen sein, ganz sein. Verbundenheit entsteht, weil wir die Trennung des scheinbar unabhängigen Existierens durchschauen
und klar erfahren, dass alles verbunden ist, was uns mit einschließt. Mit dem Verbundensein kommt das Zuhause ankommen, das angenommen sein. Und was immer man dazu sagen will, Erkenntnis, Erkenntnis der Leerheit, Erkenntnis der Nichterfassbarkeit aller Dinge, Erleuchtung, wenn jemand dieses Wort brauchen möchte. Dabei müssen wir aber eines klar verstehen, was immer auch unsere Erfahrung sein mag, tiefe Erkenntnis, Leerheit, Intersein, Nirvana, das Ungeborene, Nichterschaffene, das Todlose, wie immer wir das erfahren oder benennen, ist letztlich wirklich zweitrangiger Bedeutung. Was wirklich zählt in all unserer Praxis, in jedem Moment, in allem, was wir üben hier, ist die Wirkung, die Erkenntnisse und Erfahrungen auf uns haben, auf jemanden haben. Was wirklich zählt, sind die Früchte. Und an ihnen können wir sie erkennen. An ihnen sollen wir uns und andere erkennen, um jemand anderes zu zitieren, zur Abwechslung. Ja? Erscheinung, Titel, Rasse, Charisma oder auch Bescheidenheit, all das ist nicht wirklich relevant. Eine spürbare innere Freiheit von Verlangen, Freiheit von Aversion, Ehrgeiz, Stolz, überzeugend gelebte Weisheit und tiefe menschliche Wärme und Mitgefühl, das ist wirklich entscheidend. Das sind die Früchte. Das ist, worum es wirklich geht. Erfahrungen mögen hilfreich sein, mögen eindrücklich sein und doch letztlich bedeutungslos. Was wir sind oder was jemand ist. Ich möchte zum Abschluss eine oder zwei Geschichten erzählen von einem Menschen, der für mich die Verkörperung dieser Qualitäten war. Wer immer das auch war. War eine Situation mit meinem Freund Suryadas, der mit einem seiner Lehrer zusammen war und mich auch dorthin eingeladen hat. Und für ihn und für mich sehr wichtig, dass ich irgendwie auch diese nähere Bekanntschaft und Connection machte. Es waren aber einige hundert oder tausend Leute dort. Also ist auch für mich immer schwierig. Ich bin nicht gern die Person, die das Gefühl hat, dass ich bin so speziell, dass ich jetzt den persönlich sprechen muss. Suryadas hat seine direkte persönliche Beziehung gebraucht und hat mich hingeführt. Ich habe meine Fragen gestellt. Es waren faszinierende, präzise, technisch einwandfreie Erklärungen über das Wesen, über die Natur des Geistes, des Bewusstseins. Und die Art der Erklärung, das kam alles geflossen, mit einer absoluten, völligen Präzision. Meistens geht das so schnell, dass die Übersetzer nachher anschließend übersetzen müssen, weil das ist wie ein Text, der fließend mit völliger Präzision rauskommt. Und ich bin da und versuche mich überhaupt zu vergegenwärtigen, dass ich in der Gegenwart dieses Menschen bin, der Übersetzer versteht zu hören, was alles los ist, und es ist ein wirklich wichtiger Moment in meinem Leben. Und dann drehe ich mich um und dann sehe ich, dass er eigentlich da so sich anlehnt, und hier ist Suryadas, mein Freund, und der Mann spielt mit seinem Bart, ja, und kraut ihm in den Haaren. Die Tiefe, die Klarheit und gleichzeitig eine völlige Einfachheit, eine menschliche Wärme, eine Unmittelbarkeit und Direktheit, das hat mir viel mehr Eindruck gemacht, gleichzeitig mit diesen sehr tiefen Belehrungen, die zum größten Teil sowieso über meinem Niveau waren. Zu sehen, was Menschen, wer Menschen oder wie Menschen wirklich sind, glaube ich, ist, was wir besonders im Westen mehr brauchen. Bei uns selber zu schauen und zu fühlen und bei anderen zu schauen und zu fühlen. Und dort können wir dann auch ein Wertsystem haben. Wenn wir uns selber vertrauen und nicht den Titel und den Namen und den Vorstellungen und den geschickten Reden und all dem schauen, hören, ausprobieren und auch gucken, was wir sehen und erfahren und erleben. Und das ist letztlich entscheidend. Es ist ein großer Lama, der vor Jahren bei einer großen Organisation in den Staaten war. Viele, viele westliche Schülerinnen und Schüler war dort zu Besuch. Und gerade war dort ein neuer Dharma-Erbe eingesetzt worden, der dann
halt über diese viele Tausenden halt denen ihr Vorbild oder Guru sein sollte. Der Lama, der zu Besuch kam, sagte übrigens zu dem neuen Dharma-Menschen, den westlicher Mensch war. Übrigens, wenn ich gehe in ein paar Tagen, bevor ich gehe, erinnere mich daran, dass ich dir ganz was Wichtiges zu sagen habe. Okay? Und der Dharma-Erbe beschreibt selber, dass er dann schon das sehr toll fand, dass einer der großen tantrischen Meister Tibets von der alten Sorte, die noch das tiefste Wissen haben, also vielleicht eine Einweihung, vielleicht ein wichtiger, ja, ein geheimes Teaching oder was immer. Und die Tage gingen vorbei, die Abreise kam und er hat gesagt, ich habe ihn aufmerksam gemacht und ihn daran erinnert, das ist noch etwas, das Sie mir sagen möchten. Und der Lama hat gesagt, jawohl, genau, ganz wichtig. Und hat ihn zur Seite genommen, es war auch ganz aufregend, hat sich hingesetzt und gesagt, schau, du bist jetzt der Dharma-Erbe und tausende von Menschen schauen zu dir auf und für Ratschlag und für ein Beispiel zu sein und um Dharma und die Belehrung zu hören. Und da gibt es etwas, das ist ganz, ganz wichtig für dich. Du musst zutiefst mitfühlend und liebevoll sein. Das ist die Essenz. Die Essenz von dem, was der große tantrische Meister seinem wichtigen westlichen Schüler mitzuteilen hatte. Mitgefühl, offenes Herz, liebevolles Wesen. Letztlich, glaube ich, geht es darum, für uns alle.